Gut, sie hat uns ihre Lebensgeschichte erzählt. Wir haben mit einem halben Ohr zugehört. Und mit einem halben Ohr haben wir, naja, ihr kennt's ja, einfach nicht zugehört, unsere Musik im Kopf abspielen lassen. Wer kennt das nicht? Ich hab mich verlaufen, bin den Kindern hinterhergelaufen. Oh, ich habe gar keine Kohle dafür, oder? Ich habe auch gar nichts dafür. Okay. Cheers. Okay, dann wollen wir mal wieder zurück nach der Schatulle. Schatolla, Schatüttel. Messen von zu Hause aus geht irgendwie am schnellsten. Ja, hier, mach rein. Stärkung deiner Waffe. Also wirklich, ich weiß nicht, ja. Schön, aber brauche ich irgendwie nicht. Wenn wir da nicht mit unserer Waffe immer verstärken können, dann ist das auch relativ. Mäh. Mäh. Mäh, 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 mäh. So, Sruse Jadewald in die Küstenstadt. In die Küstenstadt, Sruse, Gemischwarenladen. Zu the Convenience Store. Ich bin pleite. Also ernsthaft, ich bin pleite. Ich wollte eigentlich hier den Zitronensetzling kaufen, aber ich bin pleite. Ich habe gar keine. Ich brauche Geld. Wo kriege ich Geld her? Wo findet man Geld heutzutage? Verdammt. Keine Ahnung. Ich glaube, so auf die Schnelle geht das gerade nicht. Willkommen! Das ist also die städtische Bar, wie? Sie ist voller, als ich angenommen habe. Gehst du gerne was trinken? Alkohol? Habe ich noch nie probiert. Ich bin schließlich noch zu jung dafür. Also, was soll ich sagen? Okay, wie alt bist du? Da musst du ja unter 10 sein. Alle ab 10 saufen doch schon. Oder bist du nicht cool genug? Wie auch immer, mal sehen, wie die Leute hier so, was die Leute hier so zu sagen haben. Ich weiß, sie singt gerade. Die Diva singt. Definitiv mit dem Bauch. Sie singt definitiv mit dem Bauch. Ey, verschwinde nicht. Sie ist aber nicht von hier, ne? Sie hat Elfenohren. Sie hat spitze Elfenohren. Also ich vermute mal nicht, dass sie hier von... Du solltest dich umsehen, um ein paar Leuten reden. Ja, aber vielleicht ist das Separé, wo sie... Naja... Ich kenne mich mit solchen Etablissements natürlich nicht aus und Ausreden über Ausreden und... Hey, wir sollten mal wieder gucken. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen. Entschuldigung, jetzt war ich in meiner eigenen Geschichte. Ja, ich hoffe, du wirst mir helfen. Na klar. Fischer-Sandwich, Meeresbrassen, Oktopus, Capraccio, Tom-Jum-Suppe, Schatollo-Aquapazza, super süßer Schatollo Smoothie, bitter Matcha Kaffee, 4 Jahreszeiten und irgend so ein Wongol Bongol Vogel. Wir werden definitiv versuchen zu helfen. Mit dem will ich nicht reden, der ist doof. So, was geht denn hier ab? Hörst du gerne sowas? Es gibt nichts Besseres, als sich bei einem kalten Bier am frühen Morgen zu entspannen und Emos Liedern zu lauschen. Das hier ist mein Zufluchtsort, seit mein Schiff gesunken ist und meine Frau nur noch böse Blicke für mich übrig hat. Wer ist die Person neben dir? Ich hoffe für dich, das ist deine Frau.
Ansonsten sag ich dir Bescheid. So, hi. Na, Ladies? Als wäre ihre wunderschöne Stimme nicht schön genug. Sie sieht auch noch makellos aus. Ich wünschte, ich wäre wie sie. Dann rasier dich. Was? Das ist eine Elfe. Niemand kommt an die Schönheit an von Elfen ran. Also bitte. Bist du auch ein Fan von Emo? Sind die wundervoll? Ich frage mich, wo sie woher kommen. Irgendwas an ihr wirkt beinahe unmenschlich, obwohl das auch ein Teil ihrer mysteriösen Charmes ausmacht. Diese Emo ist wirklich beliebt, wie? Wer kennt das nicht? Emos sind immer beliebt. Warum? Nicht dieses Lied? Oh, du bist also doch wach. Was regt dich so auf? Behandle mich nicht wie ein Kind. Du musst dieses Lied sofort beenden. Wo kommt es her? Wer zur Hölle singt dieses Lied? Stand jetzt Lied oder Leid? Du! Was in aller Welt ist denn nur in dich gefahren? Du schreist ja herum wie ein Verrückter. Genau, du alter Knacker. Du kannst doch nicht so unhöflich zu Emo sein. Hast du den Verstand verloren? Emo? Was? Ihr Kinder habt doch keine Ahnung. Geht doch da raus und hört euch Loreleis grausame Ballade selbst an. Und dann sagt mir nochmal, ich hätte den Verstand verloren. Loreleis Ballade? Jetzt genau, und hab sie selbst gehört. Dieses Lied, das das Mädchen da gerade gesungen hat, das gleiche habe ich gehört, bevor mein Schiff leckschlug. Das ist Hexenwert, merkt euch meine Worte. Haha, Emo war die ganze Zeit über hier in der Bar. Währenddessen hörst du da draußen Stimmen im Meer. Wer sagt, dass du dir diese Lorelei nicht einfach nur ausgedacht hast? Tja. So denkt ihr also von mir. Gut, ich hab verstanden. Nun, ich bleibe auf keinen Fall hier. Ich bin dem Tod auf der See gerade so entkommen. Verdammt soll ich sein, wenn mich diese Hexe ja auch am Land verflucht. Ignoriere ihn, Emo. Er ist nur wütend, weil er sein Schiff verloren hat. Aber der andere hat das doch auch verloren. Was soll das? Warum ist die Stimmung hier drinnen so gedrückt? Das kann ich in meiner Bar nicht dulden. Mein Herr. Was hat das alles zu bedeuten? Ah, es tut auch nichts zur Sache. Emo, sei ein gutes King und sing etwas Erbauliches für uns, ja? Um die Laune hier drinnen etwas zu verbessern. Kommen Sie, werte Gäste, erheben Sie Ihre Gläser. Mit Ihren Schiffen würden Sie auf keine Fische fangen. Mit Ihren Schiffen würden Sie ja auch keine Fische fangen. Alles, was wir tun können, ist trinken. Wir haben die beste Musik und den besten Schnaps diesseits der Chronomalie. Er hat recht. Prost auf die Besitzer dieses Lokals. Prost. Der ist aber auch nicht ganz koscher, wa? Ich meine, sie sagen, es wird kein Fisch mehr gefangen, die Schiffe laufen leck und, ne? Und du, dich sehe ich später hinter der Bar für ein abendliches Gespräch. Ekelhaft! Hab nur ich schmutzige Gedanken dabei? Bitte sag, dass ihr auch schmutzige Gedanken habt, sonst fühle ich mich schlecht. Was ist los? Ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl bekommen. Irgendwas daran, wie der Typ mit ihr gesprochen hat, war merkwürdig, findest du nicht? Sie treffen sich hinter der Bar. Bin ich der Einzige, der da? Aber ernsthaft, der kommt hier rein?
Sagt, ihr fangt ja sowieso keine Fische mehr mit euren Schiffen. Die Schiffe gehen unter und die Fischer sitzen alle hier rum und saufen nur noch. Also irgendwas ist doch hier echt nicht ganz, ne? Ich bin hinter der Bar. Ah, ne, hinter der Bar ist da. Da ist die Bar. Oder meinen sie? Naja, gut, die Bar ist ja rein theoretisch das alles hier. Jetzt natürlich die Frage, da rein. Singen höre ich sie nicht mehr. Oh, guck mal, wir sind im Spiegel, oder auch nicht? Alles ist im Spiegel. Jetzt höre ich sie wieder. Vielleicht war das Lied zu Ende. Hier scheint sie sich aber schick zu machen, separé. Ich vermute mal, hier... Naja. Alles ab 18 findet da hinten statt. Gehe ich mal ganz stark von aus. So, sie treffen sich hinter der Bar. Es gibt tatsächlich einen Weg hinter die Bar. Also es gibt wirklich einen Weg hinter die Bar. Jetzt natürlich die Frage, ein abendliches Gespräch. Müssen wir jetzt auf den Abend warten? Oh, am Tag sieht es hier aber auch schön aus, ne? Aber man sieht auch keine Schiffe mehr. Alle unter ihr, Jan. Alle können sie nicht Schiff fahren. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal den Abend abwarten, wa? Oder haben wir noch eine Aufgabe am Strand? Ich kann auch, glaube ich, hier runterfallen. Okay. Bin ich nicht das letzte Mal hier runtergefallen? Wo bin ich denn jetzt? Hilfe! Ich bin irgendwie eingedüdelt. Sie helfen nicht, junge Frau? Alles klar, dann helfe ich. Meine Frau ist am Strand zusammengebrochen. Ich muss ihr helfen. Wo bin ich? Alles wäre... Du bist in Schatolla. Schatolla? Oh, war noch jemand hier bei mir? Unser Boot ist gekentert. Wir wurden von einem Monster angegriffen. Ich kann doch nicht die Einzige sein, die hier angespült wurde. Oh. War es jemand, den du kanntest? Ja, jemand, den ich sehr liebe. Aber wenn nur ich hier bin, dann... Vielleicht geht es ihm gut. Ja, du hast recht. Vielleicht ist er zuerst aufgewacht und nach Schatolla gegangen. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mir bei der Suche helfen? Ich muss ihn unbedingt finden. Er ist mir sehr wichtig. Es ist ein Hund, oder? Es ist garantiert ein Tier. In Ordnung, wenn es nur ums Suchen geht. Ich kann dich jetzt nicht alleine lassen. Vielen Dank. Ich bin Lila. Lilia. Bitte verzeih, ich hätte mich schon früher vorstellen sollen. Du nennst Lilia deinen Namen. Okay, ist schön, deine Bekanntschaft zu machen. Tschüss. Ich werde versuchen, mit den Fischern zu reden. Könntest du bitte die Leute in der Stadt für mich fragen? Scheinbar ja. Die Folgen der Flucht. Was für eine Flucht? Danke, triff mich hier wieder, wenn du etwas in Erfahrung bringen konntest. Aber selbstverfreilich nicht mehr ganz so junge Frau. Okay, sie wurde angespült. Das würde ich eigentlich gerade nicht machen, aber wir müssen sowieso, glaube ich, die Hauptaufgabe abwarten wegen nächtlichen Gespräch. Ich gucke nochmal ganz kurz. Geh nach 7 Uhr abends hinter die Schenke, siehste. Dann können wir das nämlich auch mal hier kurz machen währenddessen. Wie bitte? Du willst wissen, ob wir in letzter Zeit jemanden am Strand gesehen haben? Nein, ich glaube nicht. Ich auch nicht. Hast du jemanden verloren? Du erzählst Lilias Geschichte. Du liebe Güte, ihr Boot wurde von Monstern angegriffen. Wie schrecklich. Tut mir leid, aber ich habe nichts davon gehört, dass jemand gerettet wurde. In Schatolla verbreiten sich solche Neuigkeiten normalerweise schnell.
Es tut mir leid, dass wir nicht helfen konnten. Hoffentlich finden wir ihn. Ja, gebt nicht auf. Es kann immer noch sein, dass er woanders angeschwemmt wurde. Wenn ihr ihn nicht in Chatula findet, dann vielleicht in einer anderen Stadt? Lethe. Würde mich wundern, aber... Wir wissen ja noch nicht mal, nach wen wir suchen. Sie hat einfach gesagt, hilfst du bei der Suche. Und sie liebt es. Wie gesagt, ist ein Hund. Mit dem Barmann? Nee. Da in Le Eck. Ach, da ist der Säufer. Zumindest sieht er so aus wie der. Hä? Du suchst jemanden? Du erzählst von Lilas Geschichte. Oh, ihr Boot wurde also von dem Monster angegriffen. So ein Unglück. Ich habe vor dem Vorfall gehört, aber ich wusste nicht, dass es Überlebende gibt. Tut mir leid, dass ich nicht helfen kann. Geh zurück zum Strand. Aber natürlich, gehen wir zurück zum Strand. Es ist gleich 7 Uhr, wir können gleich die Hauptaufgabe machen. Hi Case, wie läuft's? Oh, wirklich? Ich habe auch keine Hinweise. Ich habe die Seeleute und die Fischer gefragt, aber niemand hat ihn gesehen. Vielleicht muss ich akzeptieren, dass er wirklich verloren ist. Mein liebster Jade! War er ein Verwandter? Nein, er war mein Partner. Wir waren verlobt. Das ist wohl unsere Strafe. Hätte ich nur nie gesagt, dass wir zusammen davonlaufen sollten. Was passiert? Was ist passiert? Jedes Eltern waren gegen unsere Heirat. Aber davon ließen wir uns nicht aufhalten. Ich glaube immer noch, dass das ein Hund ist. Sie versucht, einen Hund zu heiraten. Wir wollten einfach durchbrennen. Darum wart ihr auf dem Boot. Ja, aber sieh doch nur, wie das gelaufen ist. Ein Monster brachte unser Boot zum Kentern und jetzt gibt es nur noch mich. Das haben wir davon, dass wir davonrennen wollten. Er könnte doch noch am Leben sein. Oh, übrigens, als du mich gefunden hast, lag irgendwo in meiner Nähe ein Haarschmuck. Oh, dann wurde er wohl weggeschwemmt. Er war ein Geburtstagsgeschenk von Jade. Er bedeutet mir sehr viel. Was willst denn du jetzt machen? Willst du trinken gehen? Ich denke, ich werde nach Nemea gehen. Dort wollte Jade und ich ein neues Leben beginnen. Jetzt, wo ich davongelaufen bin, kann ich nirgendwo sonst hin. Ich kann nicht wieder nach Hause gehen. Ich möchte wenigstens in der Stadt wohnen, in die wir ziehen wollten. Danke für alles, Case. Ich gehe dann mal. Ja, lass ihn nicht aufhalten. Pass auf, dass du nicht über Jade stolperst. Ich mache mir Sorgen um dich. Sieh irgendwann ab morgen nach, ob sie sicher in die Meer angekommen ist. Ja, gut. Ich sag immer noch, sie ist mit einem Hund zusammen. Deswegen waren die Eltern auch dagegen, weil... Hallo? Die Hundeeltern haben sie bestimmt angeknurrt. Rrr, geh weg. Du heiratest nicht unseren Jade. So in etwa. Ich kenne mich mit Hunden nicht aus. So, was ist hier hinten los? Irgendein Schweinkram? Ich würde Schweinkram... Schweinkram? Hallo? Schweinkram? Der Besitzer hat ihr definitiv gesagt, dass sie ihn hinter der Bar treffen soll, oder nicht? Oh ja, ekliges Treiben. Das soll das gesamte Trinkgeld des Tages sein. Was für ein Haufen geiziger, mittelloser Faulenzer.
Miep. Nein, das Schiff ist noch nicht fertig, weil wir das Geld dafür noch nicht haben. Du musst härter arbeiten. Miep. Dir den Stein zurückgeben? Du willst dir wohl selbst ein Schiff bauen, wie? Törichtes Kind. Wenn ich schon nicht schnell genug eins besorgen kann, wie kommst du denn darauf, dass du es kannst? Du musst lernen, wo dein Platz ist. Ich habe dich bei mir aufgenommen. Du schuldest mir dein Leben. Nun genug der Albernheiten. Morgen erwarte ich Besseres von dir. Okay, Mr. Zuhälter. Danke, Mr. Zuhälter. Einen schönen Abend, Mr. Zuhälter. Mr. Zuhälter, Sie haben was verloren. Es sieht aus, als hätten Sie sich gestritten. Kommen Sie mir nach, ob es Ihr gut geht. Mr. Zuhälter hat das auf was gedroppt. Ich versuche, das nicht zu... Hör der Diva zu. Entschuldigung. Das war jetzt aber ein bisschen Diva-lastig. Soll ich ihr einen Snickers geben? Leise. Er wird zurückkommen, wenn du zu laut bist. Worüber habt ihr gestritten? Miep. Miep.